Ja, wissen Sie, diese Best-of-Idee, die ist mir ganz ferne. Aber das liegt an mir. Ich finde, wenn jemand nicht vertraut ist mit der Oper, dann soll er sofort in die Schule gehen und er verliert etwas, er hat etwas versäumt oder seine Eltern haben etwas versäumt, weil sie nicht von klein auf, nicht mit der Oper, sondern überhaupt mit den Möglichkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten der Musik vertraut gemacht haben. Ich finde, dass jeder Mensch das Recht hat, in allen Künsten voll vertraut zu sein. Der muss die Sprache der Malerei kennen, er muss die Sprache der Dichtung kennen, er muss die Grammatik und die Sprache der Musik kennen. Das gehört zur Erziehung. Und wenn wir ihm das verweigern, dann die Menschen, die ohne diese Kenntnis aufwachsen, die mögen dann vielleicht ganz gute Bankdirektoren werden, so ganz tolle werden sie dann doch nicht. Und dann fehlt wirklich etwas. Und wir sind sehr auf diesem Weg. Es ist ganz, ganz schlimm. Ich muss sagen, wenn ich heute, ich habe selbst Kinder und ich habe Enkelkinder und ich beschäftige mich mit dem, was muss denn jemand wissen und lernen, um sich für Musik zu interessieren. Dann frage ich aber auch, was muss der wissen und lernen, um ein Drama von Shakespeare interessant zu finden oder um ein Bild zu verstehen und fasziniert zu sein und die Kunst wirklich auf sich so wirken zu lassen, dass sie ihn verändert. Und das ist ja der Sinn der Kunst. Wenn ein vollkommen unbeschriebener und unerzogener Mensch so etwas hört, dann kann er, unter Umständen können seine Antennen noch vorhanden sein und er kann das eine oder andere schön finden und wunderbar finden, den würde ich nicht da Stücke und Brocken herauszupfen und sagen, schau, wie schön das ist, sondern ich würde sagen, du hast gehört, wie wunderbar das ist. Jetzt komm und lass dir erklären, was dir alles entgangen ist, weil dir ja die Umstände dich haben in einer Gegend aufwachsen lassen, wo deine Volksschullehrerin dir nicht Musik erklärt hat oder so etwas. Und wir können nur sagen, die heute die Erziehungssysteme machen, die sollen sich schleunigst damit bemühen, dass die musischen und die fantastischen, die Erziehung der Fantasie, dass diese Fächer genauso wichtig sind wie die naturwissenschaftlichen. Und die Naturwissenschaftler, die ich kenne, die spielen alle Geige oder Klavier. Was glauben Sie, dass der Einstein die Relativitätstheorie gefunden hätte, wenn er nicht Geige gespielt hätte? Ich bin sicher, nein.